erstmal noch anzünden und dann geht's los. Wenn ihr unsere Bastelvideos verfolgt habt, habt ihr sicher auch die Bastelanleitung vom Löwen gesehen. Und da gibt es ein Versprechen. Es geht um die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Die wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Zuerst brauchen wir ein Theater. Das ist Daniel. Er musste sein Zuhause verlassen und in einem fremden Land leben. Aber Daniel wollte Gott auch in einem fremden Land nachfolgen. Daniel arbeitete für den König und wollte alles so gut wie möglich machen, weil er wusste, dass das Gott auch gefiel. Und dem König gefiel es auch. Der König wollte Daniel die wichtigste Position in seinem Reich geben, weil er Daniel so toll fand. Aber es gab dann noch andere Leute, die wollten auch wichtig sein. Und die waren ganz neidisch auf Daniel. Die wollten Daniel loswerden. Also schmiedeten sie einen Plan. Sie gingen dann zum König und sagten: O großer König, ihr seid so groß, dass ihr ein Gesetz machen solltet, nach dem alle Leute nur zu euch beten sollen. Sonst werden sie den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Der König fühlte sich geschmeichelt. Er dachte: Ja, ich bin groß. Das ist eine gute Idee. Und er erließ ein Gesetz, wonach alle Leute nur zu ihm beten sollten. Und Daniel? Er ging trotzdem nach Hause wie immer und betete zu Gott. Nur Gott kann Gebete erhören und beantworten. Kein König kann das. Aber jetzt hatten die neidischen Beamten ihn in der Falle. Sie brachten Daniel zum König und erzählten, wie Daniel gegen das Gesetz verstoßen hat. Der König wurde richtig traurig. Er wollte nicht, dass Daniel von den Löwen gefressen wird, aber er konnte sein Gesetz auch nicht ändern. Also wurde Daniel zu den Löwen geworfen. Der König konnte die ganze Nacht nicht schlafen und nicht essen und keine Musik hören. Er machte sich solche großen Sorgen um Daniel. Ganz früh am nächsten Morgen rannte er zu den Löwen und rief Daniel: Daniel, bist du noch am Leben? Hat dich dein Gott gerettet? Und der König hörte eine Stimme: Ja, o König, Gott hat auf mich aufgepasst. Daniel wurde aus der Löwengrube geholt und er war ganz heil. Der König hat sich so sehr gefreut und er ließ alle Leute wissen: Gelobt sei Daniels Gott, weil er große Wunder tut.